Hallo liebe Zwillinge, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen, was auf die Zwillinge im Monat September zukommt. Wenn du im Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendent Zwilling bist, ist dir höchstwahrscheinlich eine Botschaft für dich. Wichtig ist, alles auf deine persönlichen Themen umzulegen und das für dich mitzunehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Solltest du Hilfe und Unterstützung benötigen in Form von einem Coaching, privaten Kartenlegungen, Heilsitzungen, schau unten vorbei. Und wir starten jetzt mal mit dem Blick in den Monat September. Und ich verbinde mich mit den Zwillingen, Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent, Zwillinge und dem Monat September. Und ich höre Planung, Organisation, Planung, zukünftige Dinge, die anstehen. Wir schauen, mit welcher Energie du vom August in den September kommst. Oha. Hier haben wir 5 der Stäbe. Das ist natürlich die Energie von Streitigkeiten, Konflikte. Es kann sein, dass du sehr viele kleine Hürden hattest oder auch große Hürden im Monat August. Dass du viel bezogen auf Planung, vielleicht hast du viel immer dazwischen gekommen, vielleicht ist vieles nicht so gelaufen, wie du es dir gewünscht hättest. Ich sehe wirklich auch viele Hände, viele Dinge zu klären, vielleicht gepaart mit Festlichkeiten oder generell mit Dingen, mit Menschen, und das hat so ein bisschen gezerrt, sowohl an deiner Energie als auch an deiner Laune und auch an deiner, ja, an deiner Kraft. Ja, es geht auch um dich. Hoffnung, großes Wasser, du als Personenkarte, auch wenn du als Mann zusiehst, und Zusammenkunft. Also es könnte hier mit eigentlich etwas Schönem zu tun haben, aber letztendlich sehe ich dich da wie bei einem Netz in der Mitte als Organisator, als Bindeglied, bezogen auf andere Menschen, bezogen auf eine große Zweisamkeit, also Zusammenkunft, vielleicht ein Event, ich weiß es nicht. Bitte für dich umlegen, aber eigentlich etwas Schönes. Doch du merkst, dass dir das sehr viel Kraft geraubt hat. Und mit dieser Energie startest du auch jetzt in den September rein, beziehungsweise siehst bei ganz vielen jetzt wie eine Art Erholungsprozess. Wir schauen mal, was als nächstes auf die Zwillinge zukommt. Sieben der Kelche. Es könnte sein, dass du ein bisschen Probleme hast, dich zu konzentrieren, dass sehr viel noch in deinem Kopf rumschwirrt. Vor allen Dingen sehr vieles, wie könnte etwas sein, auch planen weiterhin für die Zukunft. Bei vielen wird es darum gehen, etwas aufzubauen mit mehreren Instanzen. Vielleicht mit mehreren Orten. Wir haben das Schloss hier, wir haben die Entfernung, aber alles liegt noch in der Luft. Und hier geht es darum, dass man sehr viel Gedankenkraft in künftige Planungen oder Ideen reinsteckt. Und du als Luftzeichen bist ja sowieso geprägt von dieser Gedankenkraft. Und hier geht es darum, beziehungsweise das, was dich jetzt als nächstes begleiten wird, ist wirklich, ich sehe es gerade, weben für die Zukunft, Pläne machen, aber so richtig handfest wird es wahrscheinlich erst später. Ja, Ehestandskarte haben wir hier, also Verbindungen, Verträge. Ehestand ist ja, wenn man eine Ehe eingeht, dann geht es ja auch immer darum, eine Bindung zu schaffen, eine langfristige Bindung, und man setzt sich hier auch immer mit der Zukunft auseinander. Die gute Dame, Komma, Widerwärtigkeiten, langer Weg. Es geht hier um die Planung der Zukunft mit einer weiteren Person. Jemand ist aber auch an deiner Seite, der oder die dich unterstützt generell. Letztendlich hat man hier Hoffnungen, man hat hier Wünsche und Träume. Aber es ist immer wie so ein bisschen negativer Beigeschmack. Das liegt aber nur daran, dass du zu viel
in den Gedanken bist. Das sehe ich ganz stark, denn die Gedanken sind die, die auch zerstreuen können, die eine gewisse Nervosität in einem aufkommen lassen können. Es geht darum, also die Person an deiner Seite ist sehr erdig und es geht darum, wirklich dich von dieser Erdung mehr anstecken zu lassen, als wirklich hier mit diesen Luftschlössern deine Zeit auch, ja, irgendwann eine gewisse Zeit auch zu verschwenden. Das muss man jetzt auch sagen. Das Hauptthema, was sich hier zeigt, das schauen wir uns jetzt auch noch an. Das Hauptthema für die Zwillinge, das Hauptthema im September. Sehr gut. Es geht darum, in deine Kraft zu kommen, ne? Weil du kommst ja hier schon auf Sparflamme so ein bisschen rein, ausgelaugt, entweder von den Gedanken, mental oder wirklich von deiner Energie. Es geht darum, hier wieder in deine Energie zu kommen, Sonne zu genießen. Vielleicht hat das hier auch was mit Sonnen oder Sonnenstrahlen oder einem anderen Ort zu tun. Tanke die Energie. Arbeit und dein Herzensmensch, gerade da kannst du Energie bekommen, höre ich gerade. Ein Mensch in deiner Nähe, also dein Herzensmensch, entweder dein Partner oder aber wirklich eine Person in deinem Umfeld, aber auch deine Arbeit oder ein gewisser Teil deiner Arbeit kann sehr nährend für dich sein. Ja, denn der einzige Diebstahl, den du hier betreibst, bist tatsächlich du in Form von deinen Gedanken. Wenn die Gedanken zu viel kreisen und sich wie ein Hurrikan auf einmal wirklich Fahrt aufnehmen und in deinem Gedächtnis sich ausbreiten, haben sie so eine Wucht, dass es hier wirklich auf deine Energie geht und damit auch auf deinen Körper oder auf deine Vitalität. Also achte darauf. Wir schauen uns jetzt mal die Gefühle von dir an, aber auch gleichzeitig Rat hier des Universums für die Zwillinge. Ass der Münzen. Auch wie eben gesagt, dein Partner ist schon deine Erdung. Wichtig ist, dass du hier auch generell dich erdest. Also gehe in die Natur. Beschäftige dich mit Themen, die dich ausgleichen. Die Auseinandersetzung mit den Münzen generell kann sein, dass sie dir auch eine gewisse Sicherheit geben, dass sie dich auch erden, dir darüber Struktur zu verschaffen. Einfach wichtig ist, dass du wirklich beim Ist-Zustand bleibst und nicht hier ja, in die Ausschweifung des Soll-Zustand gehst. Bleibe Achtsamkeit, bleibe bei dem, was ist. Ja, Gedanken. Gegen die Gedanken hilft die Erdung. Gerichtsperson, Gericht. Möglicherweise könnten ja auch Dinge zu klären sein. Das ist auch etwas, wo die Gedanken drum kreisen. Also behördliche Themen, Gerichtsthemen. Kann natürlich auch sein, das könnte ja auch mit den Münzen gekoppelt sein. Aber wichtig ist hier gefühlsmäßig, bleibe im Gleichgewicht. Gleiche dich aus. Ganz, ganz wichtig für dich im September. Denn eigentlich, wir sehen, du hast die Sonne, es ist alles gut. Es ist nur das, was du daraus machst. Rat des Universums hier, eine Botschaft. Falls du mit einer Frage hier reingegangen bist, haben wir ein klares Nein. Und mach dich nicht klein, um dich anzupassen. Stellst du dein Licht unter den Scheffel, um dazuzugehören. Wichtig ist hier, bezogen gerade auf die Energie, mit der du reinkommst, dass ja, du dazu neigst, im Moment sehr verschwenderisch zu sein, ne, mit Organisieren, Struktur, andere Menschen, wie viel Energie hast du überhaupt zur Verfügung? Warten, aufschieben, Auszeit, sag nein, vor allen Dingen hier bezogen auf Menschen, Energien oder Tätigkeiten, die deine Energie ziehen. Auch ganz, ganz wichtig, ne? Da ein klares Nein, Fokus zu halten. Wichtig ist bei dir Fokus, raus aus diesen Luftschlössern, aus diesen Illusionen,
Wichtig ist, hol dich zurück ins Hier und Jetzt, erde dich, das wird dich sehr unterstützen. Ja, auch hier sehr schwankend. Wie gesagt, raus aus den Gedanken, Erdung, Yoga, Sport, Spaziergang, Natur, das unterstützt dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen September. Mach für dich das Beste draus, bleib in der fröhlichen Energie, in der Sonnenenergie, tanke auch Sonnenstrahlen, das tut deinem ganzen System gut. Und es macht Sinn, sich die Legung zu Beginn, in der Mitte und am Ende nochmal durchzusehen und natürlich auch dein Mondzeichen oder Aszendenten anzusehen. Ich bedanke mich bei dir von Herzen fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ich freue mich natürlich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe für dich und wenn du magst, bis ganz, ganz bald. Mach's gut.